Ja, herzlich willkommen bei Focus Mint. Mein Name ist Dirk Linn und wir drehen den Bewerbungsprozess um. Und wie das funktioniert, fragen wir doch am besten mal die Studierende, was sich die Mint-Studierende wünschen, wie Unternehmen und Studierende zusammenkommen können und wie der Bewerbungsprozess aus der Sicht der Studierenden aussieht. Viel Spaß dabei, wir freuen uns auf den Kontakt. Hallo, ich bin Annika Kirchhoff, ich bin 25 Jahre alt und ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen in Soest im vierten Semester. Hallo, ich bin Christian Gottenströter, ich bin 37 Jahre alt, ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen in Soest im vierten Semester. Hallo, Pascal Flores ist der Name, ich bin 20 Jahre jung und ich studiere ebenfalls Wirtschaftsingenieurwesen in Soest. Ein Arbeitgeber könnte mich begeistern, indem er mir die Perspektiven im Unternehmen aufzeigt und mir zeigt, dass er meine private und familiäre Situation zur Kenntnis nimmt und dass er auch meine persönlichen Wünsche und beruflichen Vorstellungen wertschätzt. Ich persönlich bin ein sehr großer Freund davon, Dinge konkret auf den Punkt zu bringen. Und ich bin gerne dazu bereit, dem Arbeitgeber das selbst kurz und knapp zu präsentieren, was ich mit an den Tisch bringe und ja, was ich gerne tun möchte. Allerdings möchte ich auch, dass mein Arbeitgeber mir ganz klar sagt, was er von mir erwartet und natürlich auch, was ihn für mich attraktiv macht und warum ich zu ihm kommen sollte. Also ein zukünftiger Arbeitgeber könnte mich begeistern, indem er mir Perspektiven und Herausforderungen bietet, die ich mir wünsche und die ich in meinem Profil selber erkenne, ohne dass ich ihm sie vorher mitgeteilt habe. Mein Arbeitgeber muss mir zeigen, dass er verstanden hat, dass ich mich nicht nur auf seine Stelle beworben habe, sondern dass ich mich auch auf andere Stellen beworben habe. Und er muss mir sagen, warum ich mich gerade für ihn entscheiden soll. Ja, mein zukünftiger Arbeitgeber könnte dies tun, indem er sich intensiv mit mir und meinem Profil auseinandersetzt, meine Fähigkeiten eigenständig erkennt und dadurch mir ein Jobangebot bietet, sowie eine Stelle, von der ich vorher noch nichts wusste. Ja, warum könnte er das tun? Er könnte auf mich eingehen, weil ich dann meine beruflichen Erfahrungen und auch meine privaten Hintergründe und familiären Familie besser mit dem Arbeitgeber verbinden kann und so die optimale Leistung für den Arbeitgeber, aber auch für mich liefern. Ja, ganz interessante Insights, glaube ich. Und das ist erst der Beginn eines Prozesses, den wir komplett anders aufbauen als herkömmliche Jobbörsen. Und wir laden Sie ein, und zwar beide, Studierende und Unternehmen, mit uns gemeinsam diese neue Art des Recruitings umzusetzen und vielleicht eine neue Duftmarke zu setzen, damit es uns besser geht, dass die Wertschätzung gewahrt wird, dass wir die Digitalisierung nur dort einsetzen, soweit wie sie uns hilft, dass wir den menschlichen Kontakt weiter ganz vorne haben und dass wir die Menschen auch auf einer kulturellen Basis zusammenbekommen und nicht nur auf einer Faktenlage über CVs. In diesem Sinne, wir freuen uns auf die Kontaktaufnahme. Hier unten gibt es dann den Klick zu der Kontaktaufnahme. Dirk Linn und das Team von Focus Mint. Bis bald.